Ja, hallo, hier ist wieder Dietmar im Klemperschankeller. Tja, das größte Problem, was ich zurzeit habe, ist das Ding, was da vorne rumsteht. Er hier. Ja, das ist zurzeit mein Sorgenkind. Ja, letzte Woche ging er schon nicht an. Diese Woche habe ich mir eine neue, ja, ein neues Mainboard geschickt oder ein gebrauchtes, funktionsfähiges Mainboard schicken lassen. Ja, er macht trotzdem nichts. Gut. Samstag hat er mal kurz einmal gestartet. Dann dachte ich, okay, baust alles wieder so zusammen. Dann müsste er sich von vorne gehen. Leider weit gefehlt. Naja. Das soll halt bedeuten, diese Woche gibt es kein Video von mir. Vielleicht gibt es ein kleines Video von ihm hier. Meine neueste Errungenschaft. Ja. So werdet ihr mir wahrscheinlich irgendwann mal sehen können. Ja, ich weiß, viel interessiert seid, wie sieht denn der Typ hinter der Kamera aus? Ja, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich das Maximum, was ihr von mir mal sehen würdet, oder? Wer weiß. Vielleicht gibt es einfach mal mehr. Wenn es die technischen Voraussetzungen gibt, machen wir das. Ja, ansonsten hat sich hier schon ein bisschen viel verändert. Weil, wie gesagt, meine Frau ins Homeoffice gegangen ist und dementsprechend muss ich hier ein bisschen Platz schenken. Das heißt, auf der Seite stand normalerweise, also hier stand normalerweise ein großes Regal und hier stand auch ein großes Regal normalerweise. Ja, das Einzige, was hier noch übrig geblieben ist, wie gesagt, ist einmal meine Wall of Brickheads und die Raumfahrtmodelle und ein, zwei ausgesuchte Automodelle. Gut. Wie gesagt, wenn er endlich wieder läuft oder sehr wahrscheinlich ich meinen neuen Laptop in Gang gesetzt habe mit den Daten von dem alten Teil hier, dann gibt es auch wieder was Neues von mir. Euer Dietmar aus dem Klemmbausteinkeller, beziehungsweise im Klemmbausteinkeller. Immer schön bei der Wahrheit bleiben. Alles klar, bis später. Und hoffentlich gibt es nächste Woche wieder ein neues Video von mir. Drückt mir die Daumen, Leute. Alles klar, bis später. Ciao.